Ja, dann von mir auch hallo. Ich darf jetzt den zweiten Vortrag Docker Networking vorstellen und will eben mal zeigen, wo jetzt da die Vorteile drin liegen im Vergleich zu vorher ohne Netzwerk und wie man dann eben eine Multi-Host-Applikation dann auch mal richtig betreiben kann. Ganz kurz, zwei, drei Worte zu mir. Ich arbeite im Bereich IT Engineering and Operations und darf mich eben um spannende neue Technologien kümmern, die es dann eben mit dem Use Case zum Beispiel Software Defined Data Centers und darf mich da auch eben stark mit vielen Cloud-Technologien beschäftigen. Und alles eben mit dem Hintergrund, wie kann ich jetzt hochverfügbare und skalierbare Systeme bauen. Man findet mich eigentlich fast überall unter Jo Scheuer. Und wer später mal dann die Beispiele mit oder nach ausprobieren möchte, kann hier auf den GitHub gehen. Da ist alles dokumentiert. Ich versuche den Vortrag ungefähr 50-50, also ein bisschen Theorie, was steckt hinten dran, und dann eben auch ein Beispiel zu zeigen, wie sieht das Ganze dann richtig aus. Jetzt würde mich erstmal interessieren, hat schon jemand mit Docker Networking gearbeitet? Okay, es sind ein paar wenige. Dann wäre die Frage, habt ihr auch dann in das Netzwerk schon mal mit Multi-Host betrieben oder plus bei euch auf dem einen, also auf einem Rechner? Okay. Auch nicht. Und mit Kubernetes zum Beispiel experimentiert. Okay. Früher und heute. Hat es dann schon jemand irgendwie in Produktion laufen oder nur mal rumgespielt? Es war ein großes Konzept und gewisse Teile sollten dann auch in die Produktion einfließen. Also, Okay. war nur bis Ende letzten Jahres dort, aber wenn ich das heute weiter Frage drin habe, sollte es das so groß dieses Jahres auch stabil in die Produktion gehen. Okay. Da bin ich ja schon mal beruhigt, dass ich jetzt hier nicht alle langweile mit meinem Vortrag, sondern dass dann doch für den Großteil was Neues ist. Genau, Docker Networking wurde in 1.9 integriert. Allerdings zuerst bloß in den Daemon bzw. in die Docker Engine. Das hat zur Folge gehabt, dass ich eben zum Beispiel jetzt Docker Compose, was ein Tool ist, damit ich mehrere Container richtig starten kann, also in der entsprechenden Reihenfolge, entsprechende Variablen schon mitgeben kann, konnte mit Netzwerk noch nichts anfangen. Die Übergangszeit war ein bisschen träge, sage ich mal. Seit 1.9 gibt es eben auch die Möglichkeit, Multi-Host zu betreiben. Da liefert eben Docker sein eigenes Software-Defined Networking mit, was eben LibNetwork ist. Und ich habe jetzt eben die Möglichkeit, unterschiedliche Network-Plugins reinzustecken. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr an den von Docker vorgegebenen Plugin-Driver fürs Netzwerk gebunden, sondern ich kann jetzt irgendein anderes, zum Beispiel jetzt Calico oder Weave, verwenden ohne Probleme. Das Ganze wurde seit 1.9 wesentlich verbessert. Aktuell ist die Docker-Version 1.11. Und in dem Zuge eben mit dem Docker-Netzwerk wurden eben auch die Links als Legacy definiert. Das heißt, man sollte eigentlich Links nicht mehr verwenden, wie man sie vorher verwendet hat. Seit 1.10 hat jetzt der Docker-Daemon auch einen integrierten DNS-Server. Das heißt, früher wurden die Hosts eben entsprechend in die etc-hosts-Datei reingeschrieben. Das fällt jetzt komplett weg, weil man jetzt eben einen eigenen DNS-Server hat. Ich kann jetzt eben mit den Netzwerken eine logische Separierung erreichen. Das heißt, kann mehrere Netzwerke eben aufspannen und bloß die Container in den Netzwerken können miteinander reden. Genau, und seit der Version 1.11 kann auch der Docker-Daemon endlich Round Robin. Das bedeutet, wenn ich jetzt mehrere Container unter dem gleichen Netzwerknamen starte, macht er auch einen Round Robin. Vorher hat er eben bloß ein Failover gemacht, das heißt, er hat immer auf den ersten gezeigt und erst wenn der erste tot war, hat er eben auf den zweiten die ganze Zeit gezeigt. Falls es Fragen gibt, jederzeit gerne fragen. Genau, die Kommandos, um dann eben mit Docker-Netzwerk zu arbeiten, sind die bekannten Sachen. Ich kann eben ein Netzwerk erstellen, ich kann ein Netzwerk wieder löschen, ich kann mir alle Netzwerke ausgeben lassen, ich kann ein Netzwerk inspizieren, dann sehe ich, okay, welche Container laufen jetzt da drin, welche Endpoints haben die, welche IP-Adressen bekommen die. Ich kann einen Container zum Netzwerk hinzufügen oder eben auch wieder entfernen. Per Default auf der Command Line kann ich einen Container bloß mit einem Netzwerk starten und wenn ich den zum Beispiel noch mit dem zweiten verknüpfen möchte, muss ich eben Docker Network Connect machen.
Und erst dann kann er eben auch mit den Containern reden, die in dem anderen Netzwerk sind. Wie sah das jetzt früher aus, bevor Netzwerk? Wie konnte ich da meine Container verknüpfen? Naja, die erste Möglichkeit war eben gewesen, ich konnte mir da selber eine Lösung zusammenbauen mit DNS und so weiter und ein bisschen Magic, sage ich mal, was jetzt aber nicht sehr schön war. Dann hat Docker eben die Link-Eigenschaft mitgebracht, das heißt, ich konnte jetzt eben Container miteinander verknüpfen. Das hatte den Vorteil, also am Anfang war das Ganze noch statisch, im zweiten Schritt konnte dann auch ein Container neu gestartet werden und die IP-Adresse wurde angepasst. Das Ganze hat aber den Nachteil gehabt, ich konnte einen Container bloß zum schon laufenden Container linken. Das heißt, ich habe immer eine Abhängigkeit gehabt und habe jetzt zum Beispiel habe ich gebraucht, dass jetzt Container A mit Container B reden kann, beide gleichzeitig und unter einem bestimmten Hostname, hat das Ganze schon nicht funktioniert. Weil ich ja eben Container A nicht auf Container B linken konnte und Container B nicht auf Container A, weil ja beide rein theoretisch ja gleichzeitig hätten hochfahren müssen. Und die Links konnte ich eben nicht dynamisch an einem versetzen. Genau, dann konnte ich eben sogenannte Secure Containers nur starten, indem ich eben die IP-Tables zum einen aktiviert hatte und dann eben noch die Interconnectivity disabled habe. Per Default war die eben auf True, das heißt, alle Container konnten miteinander reden. Und wenn ich eben gesagt habe, dass jetzt die Interconnectivity false ist, dann hat Docker bei den IP-Tables alles auf Drop Any gesetzt und bloß ein Container, der einen Link zum anderen Container hatte, hat dann eben eine entsprechende Regel in den IP-Tables bekommen. Genau, was man hier eben sehr gut sieht, ist eben auch mit dem, dass man eben die moderne Technologie oder die aktuelle Technologie ist ja im Prinzip einfach die Legacy-Technologie von morgen, weil da sich so viel und so schnell ändert. Da muss man dann schon relativ schnell dranbleiben. Wie sieht das Ganze jetzt aus in der neuen alles heile Welt mit Netzwerk? Ich habe eben einmal eine automatische Name Resolution dank dem integrierten DNS-Server. Das heißt, ich kann eben einfach neue Container starten und die werden im Netzwerk erkannt oder auf die kann dann zugegriffen werden. Ich habe eben durch die Möglichkeit, mehrere Netzwerke oder getrennte oder logisch separierte Netzwerke zu erzeugen, die Möglichkeit, meine Container sicher zu separieren. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel meinen Datenbankcluster aufziehen im eigenen Netzwerk, kann meine Middleware im eigenen Cluster Netzwerk hochziehen und im eigenen Netzwerk ziehe ich noch meinen Frontend hoch und bloß bestimmte Container dürfen dann miteinander reden. Ich habe jetzt eben auch endlich die Möglichkeit, meine Container dynamisch zum Netzwerk hinzufügen oder wieder wegzunehmen, was vielleicht ganz interessant ist, wenn ich da mal irgendwas testen möchte oder irgendwas debuggen möchte. Und ich kann eben endlich auch mehrere Network-Aliases setzen. Das heißt, ein Container kann in einem oder in mehreren Netzwerken mit unterschiedlichen Namen unterwegs sein. Ein Netzwerk-Alias. Ich kann, die bieten mir, also ich kann verschiedene setzen. Die erste Möglichkeit ist eben die Link-Fähigkeit zu verwenden, die man schon kennt. Damit habe ich die Möglichkeit eben für genau einen Container ein Alias anzulegen. Das heißt, ich habe jetzt zwei Container und der Container A soll auf den Container B unter einem bestimmten Namen zugreifen, zum Beispiel unter als Hans. Dann gebe ich Container A einfach als minus minus Link den Container B an und schreibe als Alias Hans hin. Dann kann der Container A auf den Container B als Hans hin, also drauf zugreifen. Ich kann aber auch einfach ein Netzwerk-Alias mitgeben per Command Line und dann ist der Netzwerk-Alias im ganzen Netzwerk verfügbar. Ich habe aber auch hier die Möglichkeit, dass ich eben, wenn ich zwei Netzwerke habe, dass mein Container mit unterschiedlichen Aliasen in den verschiedenen Netzwerken verfügbar ist. Das heißt, im einen Netzwerk ist vielleicht mein Container als DB unterwegs und im anderen ist er als MySQL unterwegs. Genau, und seit 1.11 habe ich eben endlich die Möglichkeit, dass meine Container auch ein Round-Robin machen, was dann im Endeffekt einige Sachen noch ein bisschen vereinfachen, weil ein statisches Failover, dass jetzt drei Container mehr starten, aber die ganzen Requests gehen eben bloß an einen, habe ich halt leider nicht ganz viel gewonnen. Genau. Ich kann jetzt aktuell auch noch keine irgendwie anderen Algorithmen oder so mitgeben, sondern macht einfach einen DNS-Round-Robin.
Soweit ich weiß, nicht. Aber wird wahrscheinlich kommen, ist ja noch alles relativ jung. Es gibt da viele Feature-Requests, sage ich mal, in die Richtung. Jetzt habe ich mal eine kleine Demo, die sieht folgendermaßen aus. Ich habe drei Container, ich habe zwei Netzwerke. In dem Redis-Netzwerk befindet sich eben Redis Master und Redis Slave. Und im Frontend-Netzwerk befindet sich meine To-Do-App. Und damit die To-Do-App dann am Ende mit denen reden kann, muss ich noch das Netzwerk, also muss ich meinen To-Do-App-Container mit dem Netzwerk verbinden. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. So. Also es gibt schon vorangelegte Netzwerke. Bin ich im Falschen? Ist immer die Herausforderung, das richtig zu sehen. Genau. Und zwar sind eben die vorangelegten eben einmal die normale Docker Bridge, einmal das Host-Netzwerk und eben einmal None, also dass der Container gar kein Netzwerk hat. Und wenn ich jetzt eben Netzwerk erstelle mit Docker Network Create, dann nimmt er per Default eben den Bridge-Treiber und legt eben eine neue Bridge an. Ich kann jetzt noch wesentlich mehr Optionen mitgeben. Ich kann zum Beispiel jetzt noch eine IP-Address Range angeben, aus welcher er sich dann die IP-Adresse bezieht, der Container oder die Container im Netzwerk. Ich kann rein theoretisch noch einen eigenen EPAM angeben, falls ich irgendwo ein Modul stehen habe, das IP-Adressen vergibt. Und da könnte ich aktuell rein theoretisch dann auch zum Beispiel Adressen aus dem eigenen DHCP beziehen. Wenn wir jetzt mal den ersten Container starten. Dann gebe ich dem eben das Netz mit, in dem er sich befinden soll. Das ist jetzt eben das Redis-Netz. Und gebe ihm noch ein Netzwerk-Alias mit, unter dem man ihn finden kann. Das wäre jetzt im Redis Master. Und ich gebe ihm eben noch einen Namen mit, wo ich mich verschrieben habe, wo es er fehlt. Und er ist jetzt eben unter dem Netzwerk-Alias auffindbar in dem Netzwerk und eben auch über den Namen. Und genauso starte ich jetzt eben noch mein Slave. Der kriegt eben einen anderen Netzwerk-Alias und ich starte noch meine Frontend und das kriegt eben das andere Netzwerk mit. Und wenn ich jetzt hier mal eine Inspect mache. Oh, jetzt bin ich. Dann sehe ich hier schon mal, dass eben ein Container aktuell in dem Frontend-Netzwerk drin ist. Der hat eben die entsprechende IP-Adresse bekommen, hat keine IPv6-Adresse und hat die MAC-Adresse bekommen und hat eben die Endpoint-ID. Ich habe jetzt keine Option mitgegeben. Ich kann eben bei meinem Netzwerktreiber noch beliebige Optionen mitgeben, die dann je nachdem, was für ein Netzwerktreiber ich aktuell eben verwende, dann eben mitnehmen oder nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal probiere, von der To-Do-App ein Ping zu machen, dann sagt er mir jetzt, okay, ich kenne gar keinen Redis Master. Das liegt daran, dass die beiden Netzwerke eben aktuell noch nicht verknüpft sind. Das heißt, mein To-Do-App-Container ist noch in seinem Frontend-Netzwerk und kennt das Redis-Netzwerk gar nicht. Die Trennung ist einfach, dass der eine zweite Bridge auf, also für jedes Netzwerk macht er eine eigene Bridge auf. Also auf dem Host macht er eine neue Bridge auf. Und in den Container
Genau. Und der Beweis, dass dann eben funktioniert, wenn ich mich im richtigen Netzwerk befinde, ist, dass der Redis-Slave eben den Redis-Master anpingen kann. Und hier oben pinge ich jetzt eben mal meine App an und da sehe ich jetzt aktuell, okay, er kann auf den Redis-Master, den Redis-Slave nicht zugreifen. Und das soll sich jetzt eigentlich ändern, wenn ich eben den Container dem Netzwerk hinzufüge. Das mache ich eben über den Connect-Befehl. Und wenn alles klappt, dann kann jetzt der To-Do-App-Container eben wieder mit den Redisen reden. Und wenn ich jetzt eben auch da reinschaue in das Netzwerk, dann kann ich das leider nicht scrollen. Dann sieht man jetzt, dass hier auch der To-Do-App-Container mit eingetragen wurde. Genau, gibt es bis hier schon mal irgendwelche Fragen? Okay. Dann machen wir mal weiter mit dem Vortrag. Das war jetzt alles noch auf einem Host. Wenn man jetzt eben die Anwendung verteilt laufen lassen möchte, bietet einem da Docker die Möglichkeit für die Orchestrierung mit Docker Swarm. Das ist ein relativ einfaches Tool, wo ich mehrere Docker-Hosts zusammenschließen kann und die mir dann als Endanwender vorkommen, als wäre es ein großer Docker-Host. Der kümmert sich um das ganze Scheduling. Dafür bietet er aktuell drei Algorithmen an, eben Bin-Packing, Spread, das heißt, dass er alles verteilt, oder eben, dass er Random macht, das heißt, er verteilt halt die Container gerade ein bisschen zufällig. Ansonsten kann ich auf Swarm noch Affinitäten mitgeben, wenn ich meine Nodes richtig gelabelt habe, zum Beispiel jetzt mit Disk-Type ist gleich SSD, kann ich dann beim Starten von einem Container über Swarm sagen, start bitte den Container auf irgendeinem Node, das den Disk-Type SSD hat. Genau. Was bei Docker Swarm sehr schön ist, es ist per Default high available. Das heißt, ich kann mehrere Docker Master starten, ohne dass sie sich irgendwie ins Gehege kommen. Um jetzt einen Swarm-Cluster zu starten, brauche ich dann eine Discovery-URL oder eben einen Key-Value-Store, über die sich dann finden können. Die Discovery-URL kann ich mir einfach erzeugen lassen über einen Container. Und prinzipiell läuft auch Swarm komplett im Container. Das heißt, ich installiere mir einen Agent-Container und dann gehört die Node zu dem Swarm-Cluster dazu. Wenn ich jetzt Multi-Host-Network betreiben möchte, dann brauche ich erstmal einen Key-Value-Store. Dafür kann ich als Backend etcd verwenden, Zookeeper oder eben Consul. Das hat den Grund, dass eben irgendwo ja die ganzen IP-Adressen und wo welcher Container ja läuft, vermerkt werden muss. In meinem Beispiel verwende ich dann später Consul. Einfach, weil es für mich am einfachsten war. Hätte jetzt genauso gut etcd verwenden können. Ja? Was passiert denn, wenn wir dann irgendwann Namespaces einführen und wir haben dieselben IP-Adressen in verschiedenen Namespaces? Fällt das dann wieder uns auf die Füße, weil wir dann eine Konsole Key-Values haben, die das nicht sozusagen den Triple nicht haben? Oder ist da, haben Sie da schon dran gedacht? Du kannst ja ein Netzwerk haben, das heißt, das eine heißt Frontend und das andere heißt irgendwie was heißt Backend. Und beide haben den gleichen IP-Space. Da würde ich mal drauf hoffen, dass man schon beim Docker, also beim Erstellen vom Netzwerk, dass es da schon Docker merkt. Ich habe es im Echtzeit noch nicht ausprobiert. Ich würde darauf hoffen, dass es, wie gesagt, Docker beim Erstellen vom Netzwerk schon irgendwie merkt, dass da irgendwie eine Prüfung drin ist. Ja, hauptsächlich die Host-IPs drinstehen. Da geht es ja hauptsächlich um das Finden der Hosts. Nee, also da stehen die Hosts intern und auch die Container, wo welcher Container gerade läuft. Ja, genau. Aber die internen Netzwerke müssen da nicht verwaltet werden. Doch, die werden auch verwaltet. Aber okay. Ja. Aber da kennt er ja den Netzwerknamen, da ist ja kein Problem. Genau. Weil was ich im Prinzip mache mit LibNetwork, dann ich mache hier ein Overlay-Netzwerk über meinen Cluster, was eben auch die Voraussetzung hat, dass die
Host oder die Nodes miteinander reden können im Netzwerk. Das heißt, ich habe jetzt kein VPN oder so, das jetzt irgendwas komplett übergreifend aufziehen kann. Genau. Zu LibNetwork noch, das ist im Prinzip, falls jemand Flanell schon kennt von CoreOS, ähnlich aufgebaut. Da wird einfach ein VETH hochgezogen und dann eben entsprechend das Netzwerk über das Key-Value-Backend gemacht. Da werden dann die entsprechenden Routen gesetzt. Es sind dann noch einige andere Plugins für Docker verfügbar, wie eben Calico, was BGP macht und IP-Routing, oder Weave und Flanell. Was man allerdings sagen muss, am angenehmsten zum Starten ist einfach LibNetwork, weil es einfach mit Docker mitkommt und wenn ich eben Docker Meshen dann entsprechend hochziehe und ein Swarm-Cluster aufspanne, dann kriege ich das im Prinzip geschenkt, sage ich mal. Bei den anderen Plugins muss ich immer ein bisschen Hand anlegen. Genau, dann der eigentliche Use Case ist ja eigentlich, wenn ich jetzt Compose habe und endlich Network, dass ich auch Multihost betreiben möchte. Das war allerdings erst seit Compose 1.6 möglich, dass ich eben auch entsprechend Netzwerke anlegen konnte oder angelegte Netzwerke wiederverwenden konnte. Vorher hatte ich eben das Problem, ich konnte Compose auch mit Swarm verwenden, mit der Einschränkung, dass alle Container, die jetzt in dem Compose-File drinstehen und die miteinander verlinkt sind, auf einem Host laufen müssten, weil ich ja nicht mit anderen Hosts reden konnte per Default. Die Beschränkung ist mittlerweile aufgehoben, dank dem Multihost-Netzwerk. Um jetzt eben Compose mit Swarm und dem Netzwerk zu verwenden, muss ich eben die neue Compose-Version V2 verwenden, wo eben mir die Möglichkeit gibt, Netzwerke zu definieren und eben die ganzen Optionen mitzugeben. Hat eben den Vorteil, dass ich jetzt meine Backends einfach dynamisch skalieren kann und dann eben auch mit Round Robin kann ich meine Last optimal verteilen. Einen fehlenden Part gibt es allerdings noch. Das Ganze funktioniert eben bloß in den Netzwerken, die Docker erstellt. Das heißt, nach außen brauche ich immer noch irgendwie eine Lösung. Und da war jetzt für mich eben der Anwendungsfall, ich verwende mein Console, das habe ich hier in der Mitte drin. Und ich habe meine Docker-Hosts und vorne steht ein Nginx. Das könnte jetzt auch ein HA-Proxy sein, ein Apache, ein Fabio, was man mag. Auf den Docker-Hosts läuft von Childer Labs der Registrator. Der nimmt jeden Container und speichert in den Console rein. Und in meinem Nginx-Container läuft dann wiederum ein Console-Template. Und Console-Template gibt mir die Möglichkeit, eben von Template-Dateien richtige Dateien zu schreiben. Der Console-Template zum Beispiel pingt dann alle paar Minuten, beziehungsweise hat sich notifiziert auf Console, auf den Services-Space und holt sich immer alles raus, was zum Beispiel jetzt To-Do-App ist und speichert dann immer die IP-Adressen hier im Nginx rein. Das hat eben den Vorteil, ich kann jetzt rein prinzipiell zwei Nodes hinstellen, gebe denen den Label Frontend zum Beispiel, also Type Frontend, stelle die vorne an meinen Load Balancer zum Internet hin und dann habe ich eben meine Variante, wie ich dann meine Services anbieten kann. Ist eben alles, was ich selber bauen muss und hat halt auch noch den kleinen Nachteil, dass ich eben alles verstehen muss, was ich jetzt einbaue. Jetzt kommt dann der zweite Part mit der Multihost-Demo. Ich hoffe mal, dass alles funktioniert. Ich habe da schon mal im Hintergrund das gestartet. Könnt ihr auch alle auf die IP-Adresse zugreifen, wenn ihr es euch merken könnt. Das Ganze läuft bei DigitalOcean. Und da habe ich im Prinzip vier Maschinen gestartet. Fünf sogar. Einmal habe ich einen Cluster Store gestartet. Das war die erste Maschine, wo ich gestartet habe. Und da läuft eigentlich nichts drauf, außer der Konsole. Und danach habe ich eben meinen Swarm Master gestartet. Dem gebe ich den Console mit, also die Adresse von dem Console. Und dann registriert sich mein Swarm Master bei Console und ist eben dadurch für die anderen Swarm Nodes auffindbar. Und ich bekomme eben gleichzeitig das Overlay, also die Möglichkeit für ein Overlay-Netzwerk mit. Und danach registrieren sich eben die Nodes hintereinander, registrieren sich beim Console, merken, da ist ein Master, der hat die entsprechende IP-Adresse und registrieren sich. Und wenn ich jetzt Docker Info eingebe, sollte man meine Nodes alle sehen. Genau.
Und hier sieht man jetzt, dass ich eben 4 CPUs insgesamt habe, habe insgesamt 2 GB, habe einen relativ aktuellen Kernel und das läuft eben alles auf CoreOS aktuell. Könnte ich auch irgendwas anderes beliebiges nehmen. Ich glaube, die einzige Einschränkung für Docker Network ist, dass ich einen Kernel ab 3.16 brauche. Dann habe ich hier noch ein Compose-File liegen. Also das könnt ihr euch dann auch alles nochmal gerne in Ruhe dann anschauen. Daheim liegt alles auf GitHub. Hier oben gebe ich eben die Version mit, dass eben V2 jetzt ist. Und dann definiere ich meine ganzen Services. Da habe ich eben einmal einen Load Balancer definiert, was mein Nginx im Prinzip ist. Gebe dem noch 2 Umgebungsvariablen mit. Einmal den Namen von meiner Anwendung, das ist eben die To-Do-App. Und eben hier noch meine Cluster-Store-IP, das ist eben die IP zum Console. Genau, dann kann ich eben sagen, dass jetzt mein Netzwerk zur To-Do-App gehört. Das heißt, ihr startet erst mein Load Balancer, wenn meine To-Do-App gestartet worden ist. Und ist eben ein Netzwerk-Frontend. Das gleiche ist dann hier für meine To-Do-App. Was man hier sieht, ich habe hier 2 Netzwerke definiert. Das heißt, bei Compose kann ich gleich von Anfang an mehrere Netzwerke definieren für Container, die mittendrin stehen, sage ich mal. Und hier unten habe ich dann meine Netzwerke definiert. Die verwenden eben den Overlay-Treiber. Hier kann ich jetzt noch, oder hätte ich rein theoretisch noch wesentlich mehr mitgeben können, wie zum Beispiel jetzt IP-Adressen-Range, EPAM, irgendwelche Optionen wie IPv6, ja oder nein. Da bin ich relativ offen. Also da kann ich alles machen, was ich jetzt auch mit der Kommandozeile machen könnte. Nein, also wenn es das schon geben würde, muss ich das explizit angeben, dass jetzt das Netzwerk verwendet werden soll, das schon gibt. Aber die Möglichkeit besteht. Wenn ich das in der Art und Weise angebe, dann tut er immer erstellen. Was aktuell auch noch ein bisschen unschön ist bei Compose zum Beispiel, wenn ich jetzt hier drin was ändern würde im Netzwerk und ich mache wieder ein Compose ab zum Beispiel, dann sagt er, Netzwerk wurde geändert, lösche es bitte. Das heißt, das kann er noch nicht automatisch. Da werden sie vielleicht mal noch ein bisschen Arbeit reinstecken, hoffe ich. Genau, dann ist schon alles gestartet und im Prinzip läuft jetzt hier aktuell eben mein Master, mein Slave, meine To-Do-App und vorne hier mein Load Balancer. Und jetzt kann ich mal die IP-Adresse mir hier schnappen, mache einen Watch drauf. Genau, jetzt gibt mir die ganze Zeit die eine IP-Adresse, weil hier eben bloß aktuell ein Container nur läuft. Wenn wir jetzt wollen, können wir eben einfach sagen, Docker Compose, Scale, geben den Namen mit und, was ist eine gute Zahl? 50, Gott. Die brauchen ja den Tag viel. Die starten jetzt nacheinander und dann sollte man irgendwann langsam sehen, dass da die IP-Adressen wechseln. Kann je nachdem ein bisschen länger dauern, geht ein bisschen schneller. Genau, und jetzt sieht man schon, dass es langsam wechselt. Können wir alles hier unten noch ein bisschen schneller machen. Oh, egal. Macht nichts, es läuft weiter. Genau, jetzt springt er wesentlich schneller. Und ich habe jetzt im Prinzip komplett automatisch meine Applikation skaliert lassen. Ich hätte jetzt im Prinzip noch, kann jetzt dann meine Docker-Nodes irgendwie noch abfragen, zum Beispiel jetzt die aktuelle Auslastung ist, kann ein bisschen Intelligenz reinstecken und dann kann ich mir eben per Hand ein Autoscaling noch zusammenbauen. Genau, meine Applikation, ja, man merkt schon, dass da ein bisschen was reingeschrieben haben. Genau, gibt es bisher Fragen hierzu?
Ja. Ja, du hast im File angeben, ja, depends on, aber nicht angeben, in welchem Netzwerk. Kann man das irgendwie noch spezifizieren oder wie löst du das auf? Kleinen Moment. Du meinst. Du meinst jetzt das hier? Genau, aber er weiß ja, dass er im Frontnetzwerk drin ist. Was ist, wenn es zwei sind? Also zum Beispiel bei dem drunter, also wie löst du das auf? Also der Name hier bezieht sich jetzt nicht auf den Namen, wo er jetzt hier drin hat, auf den Netzwerk-Alias, sondern auf den Service-Namen hier vorne. Die sind jetzt bloß genau die gleichen. Ne? Ich könnte jetzt genauso hinschreiben Service 1, dann muss ich halt hier hinschreiben Depends on Service 1. Das heißt, könnt ihr eben auch reinschreiben Depends on Redis Master zum Beispiel, obwohl er gar nicht im gleichen Netzwerk ist. Wobei ich ja eben die implizit schon drin habe, die Dependency. Ja? Das Setup fürs Load Balancing hast du jetzt nochmal von Hand eingebaut, dass die sich im Console melden. Genau. Und dafür kannst du nicht das nehmen, was schon von Docker gegeben ist. Könntest du da auch zugreifen? Genau, ich könnte jetzt rein theoretisch seit dem 1.11. Hätte ich jetzt auch mir in Nginx das hart rein konfigurieren können, sagen können, machen Load Balancing auf To-Do-App. Würde auch funktionieren, wenn das die Frage war. Naja, ob du die Daten, die Docker reinschreibt in die Konsole, kannst du die nicht schon verwenden, um das Load Balancing selber zu machen? Oder fehlt dir da Info von dem, was Docker reinschreibt? Also ich habe hier den Registrator, der schreibt ja den Service rein mit IP-Adresse und Port. Und ich brauche ja trotzdem noch halt irgendwo vorne eine Instanz, wo dann mein End-User drauf zugreift, wo dann das Verteilen macht. Und da gibt es aktuell von Docker keine Möglichkeit. Das heißt, was eigentlich der Nginx hier macht, er macht bloß einen Load-Balancer, also da wird eben seine Config-Datei geschrieben, wo dann die ganzen Container drin stehen auf die Verteiler. Da könntest du aber den Key vom Docker-Master nehmen, also vom Swarm. Der hat ja auch einen Membership-Key irgendwo, oder? Dass du den Registrierung sparen kannst, weil der Docker-Master listet ja auch irgendwo auf. Genau, könnte man auch machen, ja. Aber im Endeffekt muss ich mir eben so oder sowas zusammenbauen. Und da ich ja eh den Konsul habe, habe ich gedacht, dann nehme ich gleich den Registrator. Also es gibt definitiv viele Möglichkeiten, da sich so eine Lösung zusammenzubauen. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Fragen aktuell? Genau, dann die Zusammenfassung. Also ich finde, es ist sehr einfach zum Aufsetzen. Man kann sich da relativ schnell einarbeiten, bietet viele Möglichkeiten. Viele Dinge, die ich aber dann am Ende dann doch brauche, um meine Applikation so zu betreiben, dass es eben auch der Enduser bekommt, muss ich mir eben selber bauen, wie eben bei dem Load Balancing. Was halt wieder den Nachteil hat, ich muss die ganzen Komponenten, wo ich jetzt außen rum baue, auch wieder verstehen. Das heißt jetzt ein Console zum Beispiel, ein Registrator eventuell, der außerdem in der aktuellen Version kaputt ist, wie ich gemerkt habe. Und das heißt, eine bessere Möglichkeit wäre vielleicht den Swarm Master eben zu fragen und sich da was zu bauen. Aber am Ende brauche ich halt dann doch noch was. Und je mehr Sachen ich eben reinstecke, desto komplexer wird es dann eben zum Debuggen. Nachdem dann vorhin mein Setup eben nicht gleich auf Anhieb gelaufen hat, dann muss man halt erstmal schauen, okay, liegt es jetzt am Netzwerk, liegt es an den VMs, liegt es an Containern, macht jetzt der Konsole irgendwas anders und liegt es am Registrator. Es gibt also andere Lösungen, die haben da schon Built-in-Support dafür, dass man eben auch Services dann an den End-User bereitstellen kann. Die meisten haben aber den Nachteil, dass sie selber in sich halt nochmal mehr oder wesentlich komplexer sind als das einfache Setup. Und ich würde euch jedem empfehlen, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, zu starten, mal ein Gefühl mit Docker-Netzwerken zu arbeiten und eben auch seine Multi-Host-Applikation zum Laufen zu bringen. Wenn man irgendwann mal merkt, okay, ich habe irgendwelche Anforderungen, wie jetzt zum Beispiel Autoscaling oder so, dann wird man wahrscheinlich früher oder später dann vielleicht doch zu einer etwas komplexeren, dafür halt umfangreicheren Lösung weitergehen. Genau, als dann Docker Netzwerk endlich rauskam, habe ich mir gedacht, endlich mal was, wo ein bisschen was bringt. Docker Netzwerk löst sehr viele Probleme, die sie vorher gehabt haben. Leider noch nicht alle, aber da sind sie am Arbeiten dran. Was man bei denen merkt, die sind jetzt eben da noch stark am Werkeln. Einige Sachen ändern sich da noch.
Und die Möglichkeiten sind halt immer noch ein bisschen eingeschränkt. Aber ansonsten ist eben da der Community-Support auch relativ groß hinten dran, dass man eben so ein paar EPAM-Module, also EPAM-Module schreibt, dass man sein DHCP fragen kann oder so, weil aktuell gibt es nur die Möglichkeiten, EPAM zu fragen, aber es gibt halt noch keine Module dafür. Ist ein bisschen schade. Genau, dann nochmal eine Werbeslide. Die kennt ihr ja schon alle. Ansonsten stehe ich jetzt noch für Fragen da, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ansonsten auch mal gern. Da auch noch, ja. Setzt du das produktiv ein in dein Projekt? Nee. Also Docker-Netzwerk setzen wir ein in dem Projekt. Und zwar in dem, wo der Arnold vorher erzählt hat. Aber alles auf einem Host aktuell noch. Wäre jetzt auch nicht die Lösung, wo ich jetzt produktiv gehen mit würde. Da würde ich dann eher zum Beispiel sowas wie Kubernetes verwenden. Ne? Ist zwar wesentlich komplexer, also ich sag mal so, wenn du mit deinen Use Cases mit Docker Swarm zurechtkommst, top, dann verwend's, weil es eben einfach zu verstehen ist. Wenn du aber halt ein paar Anforderungen hast, wie Autoscaling, willst du vielleicht noch irgendwo ein paar Daemon-Jobs und so weiter über das Ganze starten, dann wirst du schnell merken, dass du mit einer Lösung wie Mesos oder Kubernetes besser bedient bist. Mit dem kleinen Nachteil, dass es eben komplexer wird. Beschränkt auf etcd zum Beispiel mit Kubernetes, oder nicht? Genau. So, du hast eine Beschränkung und du vermisst eigentlich auch einige APIs, die mit Docker wieder geliefert werden. Weil ich merke, es gibt weniger Unterschied heutzutage zwischen der native Docker-Lösung und der Alternative. Und ja, ich bin neugierig, warum da noch immer der Fokus liegt auf der nicht-native Lösung. Der Grund ist halt eigentlich, dass mit den nativen Lösungen, wie jetzt Docker Swarm halt vom Umfang her, noch relativ kleiner sind, also wesentlich kleiner sind als die anderen Lösungen. Ich kann hier ja bloß Container starten. Ich kann aktuell noch kein Autoscaling machen, muss ich mir selber zusammenbauen. Ich muss mir mein Frontend Load Balancer auch selber zusammenbauen. Das sind alles so ein paar Kleinigkeiten, die dann halt doch mit der Zeit größer werden. Und für mich persönlich ist jetzt ein etcd zum Beispiel keine große Beschränkung. Ich kann damit sehr gut leben. Gerade wenn ich jetzt sowieso auf CoreOS oder so unterwegs bin, kriege ich das ja mehr oder weniger geschenkt. Und Kubernetes ist halt einfach vom Umfang her wesentlich mächtiger. Auch ein Mesos ist wesentlich mächtiger. Da kann ich auch noch zum Beispiel Sachen starten, die jetzt keine Container sind. Aber wie gesagt, immer mit dem Hintergrund eben, solange ich mit den Tools oder mit den Sachen, die mir Docker Swarm bereitstellt, sollte man es auch verwenden, weil es eben einfach ist und nicht die Gefahr, dass dann irgendwann mal das Toolset in eine Inkompatibilität gerät, sage ich mal, ist ja doch relativ gering, weil es ja aus einer Hand kommt. Docker Swarm kann ich sehr einfach, sehr schnell Cluster-Funktionalität mit Containern erreichen, mit Cluster aufsetzen. Es ist offiziell auch für Production stabil seit ein, zwei Wochen oder sowas. aber je nachdem, was man unter Production versteht, möchte man das einsetzen oder nicht. Der Unterschied zwischen etwas wie Swarm und Mesos-Kubernetes, das sind halt Unterschiede wie Tag und Nacht. Während ich mit Swarm innerhalb von ein bis zwei Wochen so ein einfaches Cluster aufsetzen kann und das sicherlich auch für wichtige Zwecke einsetzen kann, brauche ich für Kubernetes und Mesos mindestens Monate, um allein zu verstehen, wie diese ganzen Tools arbeiten. Ich muss da sehr viel Eigenentwicklung investieren. Kommt da ja, viel Spaß mit. Also Swarm ist auch benutzbar, aber Produktion gibt es nicht. Genau, das war ja mehr oder weniger eine Zusammenfassung von dem, was ich auch schon sagte. Ja, also wenn man eben mit Docker Swarm, wenn einem da die Fähigkeiten reichen, die es eben einen anbietet, gerne verwenden, wenn man halt ein bisschen mehr braucht oder möchte halt auch, dann sollte man sich definitiv eine andere Lösung anschauen. Du hattest gesagt, bei LibNetwork macht er Routing, kann er auch Tools oder was? Was gibt es da für Optionen oder muss ich dann eins von den Plugins nehmen? Ob man Tunnel kann, weiß ich jetzt aktuell nicht. Bin ich überfragt. VXLAN kann er genau. WLAN kann, glaube ich, Weave zum Beispiel. Und Flanell kann, glaube ich, auch bloß XLAN. Oder anders gefragt, wenn man das Routing-Lösung benutzt, dann kriegt man da keine Probleme mit den Switches dazwischen? So, oder?
Normalerweise nicht, ne. Also mal, die einzige Voraussetzung ist im Prinzip, dass halt die Hosts miteinander reden können. Schon. Das sind ja Overlay-Netze. Genau. Die stülpen sich über dein eigentliches Netz. Ja, aber idealerweise benutzt du stabile Lösungen für VPN oder Tunneling. Ja, aber wenn ich es nicht mache, also wenn ich nur die roten verwende, dann zieht er ja die internen IP-Adressen auf dem Switch. Mhm. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Und das machen die Switches mit. Okay, muss ich ja nicht benutzen, aber. Ja, also ich sag mal, solange halt die Hosts ja miteinander reden können über den Switch, dann funktioniert auch dein Overlay-Netzwerk. Weil das ja bloß eine Kapselung managt. Ja, wenn es eine Kapselung macht, ja. Macht's genau. Achso, okay. Also macht dann schon Tunnel zwischen Hosts? Ja. Also DRE-Tunnel und so. Genau. Ja. Ja. Der Nginx-Container ist dann quasi so ein langlaufender Container, ne? Genau. Wie machst du dann Konfigurationsänderungen an Nginx? Wie rollst du die aus? Gute Frage. So. Jetzt muss ich kurz mal überlegen. So, ich habe hier zwei Files eben rumliegen. Und jetzt bin ich immer noch im falschen. Ich habe da ein bisschen rumgespielt, aber es war dann doch nicht ganz so erfolgreich. Machen wir es mal anders. Kleinen Moment. Und im Prinzip habe ich hier so eine Template-Vorlage. Das können wir jetzt wesentlich intelligenter noch gestalten, sage ich mal. Ein bisschen größer machen. Und da gebe ich eben den App-Namen mit. Und da werden dann die ganzen Adressen eingetragen. Und das Ganze geschieht eben über meine Statuser, wo ich eben dann dem Console-Template den Console mitgebe und eben das Template-File. Und das wird eben, er nimmt das als Vorlage. Das wird in die Default-Conf gerendert und nachdem es eben Änderungen gab, macht dann Service Nginx Reload. Da startet dann Nginx neu. Das Ganze könnte man jetzt wesentlich intelligenter noch gestalten, sodass ich in meinem Console halt noch mehr Sachen mit reinspeichern kann, das alles rausgeneriert. Da ist zum Beispiel von eBay Fabio, das ist ein Layer 7 Router, der bietet da schon eine sehr gute Integration mit Console, wo ich dann mehr Informationen reinstecken kann. Das heißt, das Health-Checking machst du mit Nginx, können wir das auch mit Console machen? Ja. Was wäre da der Vor- und Nachteil? Also im Prinzip depends, ja, womit man halt besser zurechtkommt, sage ich mal. Wenn ich im Nginx habe, ich es halt automatisch mit drin, da war es jetzt keine große Arbeit. Im Console hätte ich es wahrscheinlich erst wieder mit einarbeiten müssen. Wobei nimmt ja schon raus wieder, wenn jetzt ein Container verschwindet. Genau, dann tun wir das Template neu gerendert und dann fehlt er da wieder. Wenn der jetzt hängen bleibt, einfach stehen bleibt. Genau, dann macht eben Nginx den Default Health Check. Genau, also nach drei Failures eben oder Failout Timeout. Ich habe jetzt auch überall eben das Gewicht 1 drin stehen. Da können wir jetzt eben auch sich schlauere Varianten überlegen, wie er dann Blue-Green Deployment zum Beispiel machen kann, dass irgendwie 10% von meinem Traffic an meinen neuen an meine neue Container geleitet werden und 90% eben an meine alten. Das war jetzt mal wirklich ein ganz einfaches Setup. Aber im Prinzip mache ich mein Config-Management mehr oder weniger über Console.
Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank. Falls mich irgendwie erreichen möchte, da steht ja alles drauf. Gerne mal alles nachschauen, nachlesen, wenn ihr noch irgendwo auf Fragen oder so stößt, gern mich wieder anpingen. Genau, magst du noch irgendwas zum Abschluss sagen?